Hallo, mein Name ist Anselm Zessler. Ich bin hier in Sursee. Das ist in der Zentralschweiz und hier kommt die Marke X her. Und die Marke X entwickelt schon seit über 40 Jahren hier perfekte Motorradbekleidung, Tourenbekleidung, Sportbekleidung, Helme, Handschuhe, Stiefel. Und ich möchte euch heute hier diese Shape Tourenhose vorstellen. Die ist was ganz Besonderes, denn die Hose ist eine 3-in-1 Hose. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das Thermofutter rauszunehmen, was ich natürlich für die kalte Jahreszeit nutze. Ich kann aber sogar die Membran rausnehmen. Das ist wie eine zweite Innenhose. Diese Membran hat die Aufgabe der Wasserdichtigkeit und der Atmungsaktivität. Und dann habe ich plötzlich mit dieser Hose auch eine perfekte Sommerhose. Das heißt, ich kann bei Schlechtwetter, im Winter oder auch an heißen Tagen diese Hose tragen. Dazu gibt es natürlich die passende Jacke zur Kombination. Das ist die Traveler-Jacke, die ihr euch in einem anderen Video noch mal anschauen könnt. So, wir schauen uns mal die Hose von außen an. Interessant ist dieses stoffige Material. Taktel nennt sich das. Das ist ganz anders als so ein einfaches Polyestermaterial, so eine Kunststoffhose, sondern es ist ganz matt, ganz weich, trägt sich sensationell gut und gleichzeitig gibt es aber an den sturzgefährdeten Stellen ein ganz kräftiges Hightena-Material, das ist ein Polyamid, das ist hoch abriebfest, das ist in diesem Bereich eingesetzt. Dann stecken natürlich in so einer Hose auch Protektoren drin, weil wir gerade bei der Sicherheit sind, zeige ich euch die mal. Da gibt es einmal die Knieprotektoren, die sitzen im Inneren der Hose in einer Tasche und ihr habt die Möglichkeit, je nach Fahrposition und Körperform, den Protektor auch in der Höhe innen drin zu verstellen und dann wieder zu fixieren, sodass ihr im Grunde genommen für eure Fahrposition und für euren Körper den Protektor individuell positionieren könnt. Diese Protektoren sind Level 2. Da gibt es ja eine Norm für, wonach die geprüft sind. Da steht auch immer auf so einem Protektor drauf. Da sollte man achten, dass die Kennzeichnung da ist, eine CE-Kennzeichnung. Und diese Norm, das ist die EN, das ist die europäische Norm 16.21.1. Das sollte immer auf dem Protektor draufstehen. Bei uns steht es natürlich drauf, die sind auch geprüft, aber dann noch nach einem ganz besonderen Level, und zwar Level 2, das ist der höchste Level. Das heißt, so ein Protektor hat eine enorme Schlagdämpfung und gleichzeitig ist er sehr weich und beweglich und passt sich der Körperform sehr, sehr gut an. Also achtet auf gute Protektoren. Wir setzen die bei X immer ein und entwickeln entsprechende Protektoren, auch für den Hüftbereich. Die sitzen ebenso hier innen drin in Taschen, sind so schmal und so dünn, dass die gar nicht auftragen. Das heißt also, auch hier habt ihr ganz weiche, komfortable Protektoren und im Falle eines Falles helfen die euch wirklich gut. So ein weicher Protektor hat übrigens auch noch eine andere Funktion. Der ist nicht, also die Gewichtung ist natürlich der Schlagschutz, aber der hat noch eine andere Funktion und zwar durch den weichen Schaum, den ich unter dem Material habe, erhöht der Protektor gleichzeitig noch die Abriebfestigkeit vom Außenmaterial, weil der Schaumprotektor im Grunde genommen die Belastung außen, wenn ich über einen Asphalt rutsche zum Beispiel, gleichmäßiger verteilt. Also da steckt noch viel mehr hinter als nur die Schlagdämpfung, von der man sonst immer spricht. So, zum Sicherheitspaket gehört natürlich auch das Thema Reflektoren. Wir setzen immer im Außenbereich am Bein einen großen Reflektor ein, damit man von der Seite gut gesehen wird. Das ist wichtig. Und im hinteren Bereich ist auch noch ein Aspekt interessant, und zwar dieses Anti-Rutschmaterial im Gesäß, was wir bei X einsetzen. Das hat die Aufgabe, dass ich beim Bremsen nicht auf der Sitzbank rutsche oder womöglich der Beifahrer von hinten mit seinem ganzen Körpergewicht auf mich draufdrückt beim Bremsen. Das ist was ganz Wichtiges und da solltet ihr auch immer darauf achten, dass so ein Anti-Rutschmaterial an eurer Hose dran ist. Weiterer Sicherheitsaspekt, den sehen wir hier hinten auch schon, ist der lange Verbindungsreißverschluss. Der läuft einmal bis vorne rum und der kann eben halt die Jacke, übrigens jede X-Jacke lässt sich mit dieser Hose verbinden, einmal rundum komplett verbinden und gibt euch auch den nötigen Schutz, damit die Jacke im Falle eines Sturzes nicht hochrutscht.
Dann zeige ich euch mal kleine Details. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel diesen Verbindungsreißverschluss und der ist hier schräg eingenäht. Das ist natürlich kein Qualitätsproblem bei uns, sondern der ist ganz bewusst so schräg eingenäht, weil an der Stelle fangt ihr an, den Reißverschluss einzufädeln. Und damit ihr möglichst viel Platz hier habt beim Einfädeln und das Ganze nicht so fummelig ist, nähen wir den Anfang schräg ein und ihr könnt ganz leicht den Reißverschluss einfädeln und dann rumziehen. Das sind so die kleinen Tricks und Kniffe, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Wir haben vorhin vom Sommer gesprochen. Das ist auch noch eine wichtige Geschichte. Belüftung. Wenn ich jetzt die Membran zum Beispiel draußen habe, kann ich hier diesen Belüftungsbereich öffnen. Und jetzt kann die Luft wirklich komplett durchzirkulieren. Und ich bin im Sommer sehr gut unterwegs. Natürlich haben wir auch Taschen eingesetzt. Die haben diese Abknickkante. Die hat die Funktion, dass so eine Tasche auch dann eine wasserdichte Lösung bietet. Die knicken ab und legen sich trotzdem sauber an. Wir haben hier nochmal Einschubtaschen. Das ist so wie bei der Jeans, wo ich beim Tanken mal eben den Schlüssel reinstecken kann. Und habe hier auf jeden Fall auch nochmal genug Stauraum zur Verfügung. Dann schauen wir nochmal hier unten auf den Beinabschluss. Hier ist ein Klettverschluss und auch ein großer Reißverschluss eingebaut, der möglichst hoch läuft, damit ich einfach in meinen Stiefel reinkomme und kann dann einfach den Beinabschluss wieder mit dem Reißverschluss schließen und den Klett ebenso schließen. Dann sind hier noch ganz interessante Bereiche abgesetzt und zwar haben wir hier ein anderes Material eingesetzt. Das ist ein Stretch-Material, damit ich, wenn ich zum Beispiel aufs Motorrad steige, mein Bein hebe, damit ich hier keine Spannung drin habe, dass ich möglichst viel Bewegung habe. Und wir haben den Bereich eben halt in vier Richtungen beweglich. Hier läuft ein Streifen runter, der ist beweglich. Die Kniekehlen sind auch eben beweglich und somit gibt diese Hose eine hervorragende Passform und Funktionalität, die ihr unbedingt mal ausprobieren müsst. Ja, ich denke mal so im Groben ist es das. Wenn wir ins Innere reinschauen, haben wir natürlich das Thermosteppfutter und die Membran zum Rausnehmen. Aber das habe ich euch erklärt. Die Funktionalität ist ähnlich wie bei der Jacke. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann schaut euch doch einfach mal noch das passende Video zur Jacke an. Oder geht auf x.com. Dort haben wir diese Produkte abgebildet, aber auch viele weitere interessante Jacken oder Hosen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank.